Miss Schleswig-Holstein 2013-2014 ist bei uns weiterhin im Studio und aktuell ist ja auch noch Miss Timmendorfer Stand 2013. Alicia ist weiterhin an unserer Seite und nebenbei, ja, falls ihr Alicia verfolgen wollt, einfach mal auf Facebook gehen und dann dort unter Alicia Melina Miss Schleswig-Holstein. Ich glaube, wenn ihr Alicia Melina schon eingibt, eigentlich schon allein, wir haben es ja vorhin mal versucht, bei Alicia kommt schon alles raus. Also geht einfach auf Alicia und da kommt der Rest schon. Wenn ihr schon im Web seid, dann besucht auch doch unsere Seite. Ja, zum Beispiel unsere Facebook-Seite. Ja, facebook.com/bedo-me-moi. Ja, Bedo Hamburg oder Bedo offiziell. Ich weiß selber nicht, wie man das immer findet. Aber man findet es. Einfach mal Bedo eingeben. Ich glaube, so viel gibt es da, glaube ich, nicht. Hoffe ich. Oder Oriental Night. Oder folgt mir auf Twitter, liebe Freunde. Wir haben ja auch einen Vogel. Ja, ich habe einen Vogel jedenfalls. Folgt mir auf Twitter, auf Instagram. Was gibt's noch? Reicht eigentlich, ne? Facebook, ja, Twitter, Instagram und die Website haben wir. YouTube und YouTube-Channel haben wir auch noch. Da könnt ihr euch vor allem diese Sendung zum Beispiel angucken. So oft ihr es wollt, bis ihr nicht mehr könnt, kann man sich die Sendung auf YouTube angucken. Also www.youtube.com/orientalnighttv, alles zusammengeschrieben. So, das war's. Warte, kurz nachdenken. Habe ich alles? Ich glaube, ich habe alles. So, Alicia. So. Kommen wir jetzt zu einem weiteren Quiz. Und zwar, ich werde dir jetzt 10 Sätze vorgeben, welche du bitte vollendest. Okay? Mhm. Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. Und ich bin bereit. Auch bereit. Wenn ich morgens aufwache, dann frühstücke ich als erstes. Messenfrühstück. Gemüse. Frühstück aus Gemüse? Obst. Entschuldigung. Ja, für mich ist das alles Gemüse. Alles, was nicht Fleisch ist, ist Gemüse. Also Obst. So mit Müsli und sowas. Mhm. Ne? Müsli, Joghurt. Ja. Ja, Magerquark. Oh Mann. Diese Ernährungsfanatiker. Bist du, Levent, meine engen Freunde, ist ja auch so ein Fitness-Ernährungsberater, verrückter Typ. Magerquark, Schwarzbrot. Ja. Ey, ordentlich Frühschnitt für mich. Digga, machst du 3 Brötchen, machst du halb mit Fleisch, Käse. Nix Halbrahmen, Doppelrahmen oder wie die Dinger auch heißen. Mann. Ja, okay. Wenn ich mal eine Familie gründe, dann werden wir glücklich und zufrieden in einem großen Haus leben. Ja, aber gut. Like Cinderella. Ja, genau. Oh, der ist wichtig für eine junge Frau. Wenn ich kein Handy habe, dann wäre mein Leben etwas stressfreier. Findest du? Ja. Ich habe mein Handy letztens eine Stunde nicht gefunden. Ich bin durchgedreht. Ja, gut, ich glaube, das ist schlimmer bei mir. Ja, aber das ständige Klingeln und Piepen. Man merkt schon, wie abhängig man ist. Ja. Man hört schon den Ton und hört schon, was das jetzt meins. Ja, so sieht's aus. Ja. Im Internet findet man alles, was man finden möchte. Was man braucht, was man braucht, sagen, genau. Oder? Naja, nicht, was man unbedingt braucht. Okay, das Leben ist wundervoll. Ich dachte, du sagst jetzt kein Zuckerschlecken, weil wir das vorhin hatten. Meine Familie ist die beste. Am glücklichsten bin ich, wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Wenn ich chille, dann entspanne ich mich und möchte nichts von dem ganzen Stress wissen, den ich sonst habe. Sehr gut. Mein Lebenstraum. Mein Lebenstraum ist glücklich zu sein, zu bleiben, gesund zu bleiben. Und ja, im Moment ist mein Lebenstraum gerade Miss Germany zu werden. Sehr gut. Und die letzte Frage. Mein Traummann. Mein Traummann. Mein Traummann, Punkt, Punkt, Punkt. Mein Traummann habe ich, glaube ich, gefunden. George Clooney ist es nicht? Nein. Dann hast du Pech gehabt. Also ich hätte George Clooney gesagt. So, der nächste Clip des Abends, der kommt jetzt. Funda Adar, bitteschön. Funda Adar mit einem wunderbaren, traurigen, doch sentimentalen, sensiblen Song halt. So ist die Musik. Es geht immer tief ins Herz. Macht uns immer traurig. Gejiken Gözyaşları heißt die verspäteten Tränen. Ja. Kommen wir zu den schönen Dingen der Welt. Kommen wir zu den Missen und Mister und wie auch immer. Verfolgst du eigentlich jetzt nebenbei mal die anderen Kandidatinnen, die sich jetzt qualifizieren für Miss Germany-Wahl? Ja.
Wer hat denn schon auch einen Titel? Ich weiß gar nicht. Also ich habe die Miss Sachsen schon gesehen und die Miss, wer war denn das noch? Zwei Stück habe ich schon gefunden im Internet. Aber die Veranstaltung moderiert hat, die ist die ehemalige Miss Sachsen-Anhalt, oder? Oder Miss ist sie die aktuelle? Mecklenburg-Vorpommern, Entschuldigung. Genau, die aktuelle ist sie praktisch, aber die für dieses Jahr wird noch gewählt. Also das meine ich damit. Also sie ist nicht bei Miss Germany dabei? Nee, okay. Sie war dabei. Okay, wen hast du schon verfolgt, meintest du? Die Miss Sachsen. Die steht schon fest? Die steht schon fest und eine noch, aber Miss Bremen, glaube ich. Miss Bremen? Ich glaube, ja. Und ich weiß zumindest, dass Miss Hamburg 18. Januar stattfindet, soweit ich weiß. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Das müsste eine der letzten sein. Genau. Das ist aber auch ganz schön knapp kalkuliert, ja. Weil ja. Am 18. findet quasi die Misswahl statt und dann müssen ja die Missen in diesem Misscamp. Genau, ins Missencamp. Ja, Missencamp, 10 Tage oder so. Ja. So, der Witz ist nur, kaum wird in Hamburg gewählt, zack, am nächsten Tag, wenn die Pech hat, fliegen die. Genau, richtig. Ganz schön knapp kalkuliert. Ja. Müssen ja alle 20 ihre Koffer packen vorher. Ja, vielleicht. Hat man euch schon gesagt, was da eigentlich auf euch zukommt? Also noch nicht so richtig. Also ich weiß, im Camp selber direkt kriegen wir natürlich Laufstegtraining und Coaching, Interviewtraining, sowas alles. Aber alles andere, ich denke mal auch ein bisschen Sport und Fotoshootings. Ich lasse mich überraschen. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Wie die meisten wissen, sieht man ja kaum was von einem Miss Camp. Man kriegt das ja in Deutschland ja nicht mit. Also hin und wieder ist einer der TV-Sender mal dabei. Aber ich kann euch schon mal Folgendes sagen. Liebe Freunde, und ich darf das mit Stolz verkünden, glaube ich, oder? Kann man doch sagen, liebe Freunde, wir werden nächstes Jahr das Miss Camp genau. Begleiten. Mhm. Das heißt, wir werden euch nach dem Miss Camp und nach der Miss Germany-Wahl euch mal richtig zeigen, wie was auf der Insel, ja, wo auch immer wir hinfahren, ich weiß es immer noch nicht, kann überall sein. Ich weiß nur, letztes Jahr war es Fuerteventura. Ja, dieses Jahr habe ich gehört, fahren wir nach Südostanatolien in mein Dorf. Toller Ort, tolle Möglichkeiten, frische Luft, viele Schafe, viele Kühe, wird auf jeden Fall sehr lustig. Und keine Pferde, nur Esel reiten können wir vielleicht zusammen. Nein, aber dieses Jahr wissen wir es noch nicht. Wohin soll es denn dieses Jahr gehen? Wir werden auf jeden Fall dabei sein. Das wird echt cool. Ich freue mich drauf. Ja, also ich habe gehört, dass eventuell Ägypten oder vielleicht sogar Berlin. Also das steht alles wohl noch nicht so fest. Aber man kann das auf jeden Fall verfolgen, auch auf YouTube und auf der Miss Germany-Seite. Na, ich glaube, das, was du meinst, das sind die ganzen kleinen Besucher, die kleinen Abstecher. Die finden Miss Germany statt. Ja, ich will ja unbedingt. Ich will Fuerteventura oder so, ne? Das wäre schon ja, wahrscheinlich, schön, ja. Oder? Wieder eine Insel, denke ich ja. Ich weiß es noch nicht so genau. Wobei, in Hamburg, Wilhelmsburg ist auch eine Insel. Wir können sagen, pack mal die Koffer ein, wir fahren auf die Insel. Zack, Wilhelmsburg ist auch eine Insel. Also, es wird auf jeden Fall lustig. Ich freue mich drauf. Ja, ich auch. Ja, ich glaube, das wird sehr spannend. Ja. Entertainment pur. Und da werde ich, weil ich wollte das schon immer mal wissen. Ja. Ich habe so viele Missenwahlen mitbekommen, auch diverse Moderatoren, auch schon ein paar Mal in der Jury. Ja. Ja, und dann da habe ich immer gedacht, einmal daran teilnehmen. Ich glaub, ja. Das ist doch was Schönes. Ja. Dann freuen wir uns doch. Ich will auch unbedingt einen Catwalk, ich will das auch lernen. Ja, für die nächste Misswahl. Natürlich, für die nächste. Ich muss, obwohl das mit dem Alter wird knapp. Das stimmt, das ist, glaube ich, eine Altersbeschränkung. Ja, danke. So, letzter Clip des Abends, bitte. Eine wunderschöne Stimme, diese Frau, ja, Sulla. Und eine wunderhübsche Frau sitzt an meiner Seite. Alicia, amtierende Miss Schleswig-Holstein 2013-2014. Nächstes Jahr bei der Miss Germany-Wahl dabei. Ja. Das wird cool. Also auf Facebook adden auf jeden Fall die Alicia. Einfach mal auf Facebook Alicia genau. Eingeben. Alicia Melina, ja. Ich glaube, da kommen so einige Sachen raus. Ich glaube, du hast schon allein zwei. Wie viele Accounts hast du da? 3 habe ich gefunden, kann es sein? Ja, aber. War der langweilig? Oder? Nein, das ist eine Gefällt mir-Seite und ein Alicia Melina-Account für die Miss Schleswig-Holstein. Ah, okay. Also, wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich alle drei einfach mal anklicken. Genau. So sieht's aus. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Schön, dass du da warst. Ja, schön, dass ich da sein durfte. Danke für die Einladung. So, und ich habe ein kleines Gästebuch für dich. Okay. Einmal bitte auf rechts verewigen, irgendwas Schönes schreiben. Gerne etwas Romantisches, wenn du magst. Oder was dir halt durch den Kopf geht. Okay, das mache ich. So, und an dieser Stelle sei noch mal erwähnt, liebe Freunde, besucht uns auf Facebook, auf YouTube, Twitter, was es auch gibt. Sucht uns auf jeden Fall im Web und folgt uns. Und das Wichtigste für uns ist natürlich an dieser Stelle, bleibt auf jeden Fall dran. Wir werden die Misswahl
wirklich ganz nah verfolgen und werden euch auf den Laufenden halten. Ja? Wir werden euch die ganzen heißesten Informationen euch mit auf den Weg geben. Wie gesagt, Januar ist, glaube ich, die letzte Misswahl. Dann ist nämlich Hamburg dran. Und danach wird es auf jeden Fall spannend. Und zwar die Miss Germany-Wahl. Ich glaube, in Rust, ne, findet sie wieder statt, genau, wie jedes Jahr. Rust, ja. Ist ja irgendwie beim Europapark da hinten unten, irgendwo Südwesten da. Ja? Und da wird es auf jeden Fall sehr spannend. Du sollst nicht Zahlen schreiben. Ich bin schon fertig. Achso, ich dachte, weil du irgendwie mit Bilanzen gleich hier... Hier, ja genau. Ist das so eine Geheimformel für mich, wie ich Steuern sparen kann oder so? So mit Unterschrift hier oder wie? Ja, wie du magst, klar. Kannst du machen. Schon gut. Eine Miss lässt sich Zeit. So sein Herzchen mal. Eine Miss lässt sich nicht unter Druck setzen. Vielen Dank, Alicia Melina Kummer. Ja. Dankeschön. Ups, Entschuldigung. Macht nichts. Merci, danke Madame. Auch. Schön, dass du da warst. Ja? Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, viel Glück. Und ich hoffe, du kommst wieder als Gewinnerin. Das hoffe ich auch. Wobei, ich bin Hamburger, das wird knapp. Ich drücke auch natürlich meine Hamburgerin die Daumen. Ja. Ich drücke euch beide die Daumen, okay? Das ist gut. Die eine wird die erste und die andere zweite und dann ist alles gut. Genau. In diesem Sinne, schönes Wochenende, bleibt uns treu, bleibt hübsch und immer auf Sixpack achten. Genau.